Ich glaube, es hat Beckmann auch einer der Glücksfaktoren. Ja. Heute habe ich was gelernt. Na tatsächlich, auch so von Neurobiologie her, da wird ja Glückshormone ausgeschüttet. Sicher auch Endorphinchen, die da so ganz bereitgestellt und so. Ja. Also erzähl den Beckmann fertig, dann gehen wir ins Nächste. Ja. Nein, aber ich glaube, es war der Beckmann, der war alles geschafft, wenn nicht, war es ein anderer Moderator, aber einer der deutschen tollen Moderatorenschule, eine ganze Sendung durchzumoderieren ohne einen einzigen Versprecher. Und man hat... Was der Verbrecher dann, ja? Genau. Und man hat das Publikum gefragt, welcher gefällt euch am besten? Und derjenige, der mit den wenigsten Versprechern war, der Schlechteste. Dann haben die Regisseure ihm Versprecher in seine Moderation hineingeschrieben, damit er zum Menschen wird. Weil der war zu perfekt. Und dann war die Reaktion, wow, der ist ja super, der ist auch ein Mensch, der macht auch Fehler. Also da sage ich, es macht oft ein kleiner Fehler aus, dass ich mein Verhalten gegenüber verändere und sage, Gott sei Dank Mensch und nicht ein perfekter, eine perfekte Marionette für seinen Job. Deswegen empfehle ich Geschäftsführern, sag kleine Fehler machen sympathisch, große Fehler ruinieren Unternehmer. Machen Sie hier und da kleine Fehler, stehen Sie zu dem und dann sind Sie der Hero. Ja, es gibt ja, glaube ich, beim Kobiol, Klaas Kobiol mit seinem Schindlerhof, die haben ja eingeführt, glaube ich, jetzt den Fehler des Monats. Genau. Also da kann jeder einreichen mir ist das passiert, mir ist das passiert. Und allein dadurch, dass das dann bewusst gemacht wird, werden die Fehler künftiger viel geringer. Allerdings, es wird auch wertgeschätzt, dass die Leute auch zu ihren Fehlern stehen. Ja. Weil es gibt nichts Blöderes, also wenn dann die Frage ist, du stehst vor deiner Belegschaft und fragst, ja, wer hat es zu verantworten und alle Arme bleiben unten. Ja, genau. Ja, das ist aber die typische Situation, also so habe ich es ja tausendmal schon erlebt, so in der Form. Ja. Der Fehler ist uncool, ja. Zu Fehlern zu stehen, Fehler helfen einem immer mehr weiter als Erfolge. Ja. Und wenn diese Fehler auch charmant kommuniziert werden, weil Fehler, wenn man Fehler wahrnimmt und sie ändert, wird man stärker. Das ist immer so. Ja? Und es gibt genug Fehler, die man machen kann. Wenn man das schon ein paar gemacht hat, gibt es ein paar neue, die man machen kann. Das macht auch Spaß. Mhm, ich liebe Fehler. Ja. Ich weiß nicht, ob es der Kobi war oder einer dieser Führungskräfte-Trainer, der hat ja auch dieses jeden Tag einen Fehler nach außen kommunizieren. Mhm. Einer dieser Führungstrainer, glaube ich, habe es beim Tony Robbins einmal gehört oder so. Ja. Das ist so in die Richtung. Hast du noch aus deiner persönlichen Erfahrung oder etwas, was dich ganz besonders auch in den Ergebnissen beeindruckt hat, eine Strategie fürs Business, wie man den Humor verankern kann oder wie man mit Humor die generelle Stimmung in einem Unternehmen verändern kann? Weil es ist ja, also ich kenne Unternehmen oder Institutionen, sagen wir es einmal so, in nächster Nähe, die, wo ich weiß, es war früher anders und dann ist ein neues Führungspersonal eingezogen und die haben offenbar ein bisschen eine andere Art von Herangehensweise und Humorlosigkeit in meiner Wahrnehmung zählt dazu. Mhm. Sie haben eine riesen Fluktuation seitdem, also das heißt, dass ihnen die Leute davonrennen. Sie müssen kontinuierlich neue Leute finden, was relativ teuer ist. Auch in der Kundenzusammenarbeit relativ ungeschickt ist, wenn du immer neue Mitarbeiter hast. Was würdest du den Leuten angenommen, sie wären überhaupt offen für Leute wie den Roman Scheliger, was würdest du denen raten oder in einem Coaching-Gespräch versuchen rüberzubringen? Und hast du ein Fallbeispiel dazu? Ja, also prinzipiell, du hast vollkommen recht. Das ist aber ein schönes Beispiel, wenn er das nicht erkennt, wenn er ein bisschen selbst reflektiert und sagt, was war vorher, was ist es jetzt, dann müsste er schon mal ein bisschen sensibel dafür sein. Aber im Coaching-Gespräch würde ich Ihnen mal zeigen, was Humor bewirkt bei anderen Unternehmern, wie die Zahlen sich verändert haben, wobei Humor, wie gesagt, ein Tool ist. Da geht es wirklich um eine Einstellung zum Menschen. Ich hasse es, wenn Führungskräfte ihr Personal als Humankapital bezeichnen. Ja, das sind so diese X- und Y-Typen, nicht? Von McGregor. Ja? Ganz genau, ja. Also, und du hast vollkommen recht, Veränderung kann man nur, wenn das Führungsteam, also der Chef plus sein Managementteam daran glaubt. Also ich empfehle immer, ich zeige Ihnen an einem Tag mit vielen Beispielen, wie Sie selbst erleben, wie schön Humor ist und dass Sie dadurch nicht schwächer werden, sondern stärker. Ich zeige Ihnen, wie kann man ein logisches Beispiel, was man einfach ändern kann. Wie kann man eine Abwesenheitsnotiz einmal anders schreiben, ja, wenn man weg ist und nicht drauf ist. Ja. Wie kann ich eine Hausordnung einmal schreiben mit Humor, die wirklich gelesen wird?
Wie kann ich einmal anders einladen zu einer Weihnachtsfeier? Also so ganz kleine Dinge, die tägliches Ritual sind. Ja? Wann habe ich mich zuletzt bei einem Kunden bedankt, der die Rechnung pünktlich gezahlt hat? Wir sind immer da sofort, wenn er es nicht gezahlt hat. Wir sagen, hey, also all das sind so kleine Dinge, die man einmal ausprobieren kann und genau weiß, die pfeifen. Ich habe mal eine Abwesenheitsnotiz geschrieben. Das ist immer so blöd, wenn man jetzt jemand schreibt, der ist nicht da, dann ärgert man sich. Der ist schon wieder weg und da steht noch drin, und wenden sich an meinen Kollegen, dann ruft man den an und der ist auch nicht da, dann ärgert man sich ein zweites Mal. Und meine Texte, die ich auch für Firmen schreibe, sind dann ein bisschen anders. Ja, ich schreibe zum Beispiel, ich bin jetzt nicht im Amt, in Würden bin ich jederzeit. Und dann so ganz kleine Geschichten. Jetzt hat mir eine Kollegin mal geschrieben, danke, ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub. Die hat auf meine Abwesenheitsnotiz geantwortet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Urlaub und diese Abwesenheit war so lustig, ich habe sie im ganzen Unternehmen herumgeschickt. Also eine Abwesenheitsnotiz erzeugt so viel positive Stimmung. Was sonst? Hast du die noch? Ja, klar. Könntest du die mir zur Verfügung stellen, dass ich sie dann online stelle? Ja, klar, mache ich natürlich. Gerne. Das wäre richtig kongenial. Solche Vorbilder braucht man. Ja, ja. Na, total geil, super. Ja. Ja, schicke ich dir. Also es sind so kleine Dinge, wo Sie es mal ausprobieren. Und dann habe ich Ihnen immer so Rückzugsmöglichkeiten. Also versuch mal das, wenn das nicht funktioniert, geh einen Schritt zurück. Ja? Und wir haben jetzt drei große Unternehmen, mit denen wir gerade so eine Strukturänderung machen. Magst du sagen, welcher Bereich? Das eine ist IT, das andere ist Automobilbranche. Große Automobilbranche und das andere ist Optik, Messtechnik, also eher technische Firmen. Ich würde sagen ingenieurlastig. Genau, die technisch absolut perfekt sind, jetzt kommen sie drauf, da fehlt noch was. Ja? Und das ist sehr spannend in diesen Projekten, weil man immer so merkt, welche Veränderungsschritte da gehen. Man muss aber sehr vorsichtig sein, denn wenn du wenig mit Humor zu tun hast und es passiert mal nicht so, wie du es dir vorstellst, dann, ach, das war jetzt zu viel und so weiter. Also da, das gehört unbedingt begleitet, das gebe ich auch als Tipp mit. Also nur ein Seminar zu machen, sagen, man jetzt viel Spaß, habt das lustig, das funktioniert nicht. Also Sensibilität entwickeln, eine gewisse Art, oder? Ganz genau. Mindful. Ja. Ja, es ist ja das Schlagwort überhaupt. Achtsamkeit, ja. Mindfulness. Weil wir sind halt andauernd von Distractions, wie es auf schön Englisch heißt, oder auf Neuhochdeutsch, also andauernd Ablenkungen, andauernd gepiepst da und ringelst da und man ist überall nur nicht im Jetzt. Und ja. Wenn, wie du sagst, also wenn man das dann wieder lernt wahrzunehmen, beginne mit sich selber. Vollkommen richtig, ja. Also hast du da mit den Leuten auch irgendwelche Hypno-Geschichten oder irgendwelche Wahrnehmungsgeschichten? Nein, es gibt einfach nette Übungen, wie sie sehen, wie viele Informationen sie bekommen, wie viel sie wirklich wahrnehmen. Ja. Das sind nette Aha-Erlebnisse, die spielerisch umgesetzt werden, wo sie nicht glauben, dass das so viel ist. Ja. Und ich glaube, diese Sensibilität für den anderen zu bekommen, das ist eine große Sache. Ich sehe dich. Ich sehe dich, ich merke das und ich bin individuell zu den anderen, weil wir Individuen sind. Ja? Ja. Der braucht diese Form von Humor, der braucht vielleicht jetzt einen Trost, der braucht einfach gar nichts, der muss einmal eine auf die Nuss kriegen, ja? Die mal zu spüren und nicht alle über einen Kamm zu führen. Dieses menschliche Führen, ja? Das ist so das Deckmäntelchen drüber. Und da ist für mich Humor ein Kit, ein Schmiermittel, ein Doping, alles in jeder Form. In der richtigen Zeit mit dem richtigen Werkzeug. Ja. Und jetzt gehen wir in die drei Fallbeispiele oder halt da eines. Du hast gesagt, was du mit den dreien jetzt machen willst. Also ein Fallbeispiel wird sicherlich sein, ich möchte noch nicht so viel verraten, weil vielleicht sehen die das. Ja, aber bis das online ist und bis sie das vielleicht dann einmal sehen und nachdem wir ihre Namen nicht sagen, also das sind so viele Eventualitäten, die übereinstimmen müssen. Gut. Also wir werden Folgendes machen, wir werden einmal schauen, wir werden einen Award ausschreiben, und zwar den Smile Award. Wir werden schauen, wie der Außendienst, wir werden ihnen so einen Humorbox geben, ja, die wir speziell befüllen, speziell für die einzelnen Gruppen, wie die Humor einsetzen können mit funktionierenden Dingen und wir schauen mal, was die Kunden dazu sagen. Also sehr vorsichtig, ja. Und damit die beste Kundengeschichte, das beste Erlebnis in einer eigenen Datenbank wird erfasst und wird dann weiter kommuniziert. Und wir haben schon ein paar ganz, ganz witzige Ideen, die Leute gemacht haben, wie sie die Kunden überrascht haben. Zum Beispiel, was wir jetzt vor einem Jahr gemacht haben. Was schenkt man am 6. Dezember seinem Kunden?
einen Nikolaus oder einen kleinen Krampus. Das ist eine nette Aufmerksamkeit, weil ich habe noch was für Sie. Die haben sich überlegt, sie wollen was anderes machen, auch was Humorvolles. Die machen Folgendes. Die sagen dem Kunden, wissen Sie, was heute für ein Tag ist? Ja, 6. Dezember. Und wissen Sie, was Sie von uns bekommen? Sagt der Kunde, naja, Nikolaus oder so. Nein. Und die schenken ihnen Ostereier. Ostereier und Osterhasen und sagen, wir sind unserer Zeit wieder mal ein bisschen voraus. Kleine Änderung, kleine verrückte Idee, am Anfang, das können wir nicht machen und die Kunden fühlen sich verarscht. Die Kunden haben ein Feedback geschrieben an den Chef, also ganz ehrlich, Schokolade, Schokolade, aber so sympathisch und so nett übergeben, lustige Idee, ich werde sie weiterempfehlen, wegen einem Schokohasen. Also ich denke mir, es sind diese kleinen Ideen. Ja, und dann würde aber eine Sensibilität einer, keine Ahnung, Preiserhöhung gegenüber ganz anders sein. Dann würde man sagen, na, bei dem bleibe ich jetzt aber trotzdem, das hat allerweil und der ist... Ja. Ganz genau. Wenn es einmal ist und sagen Mittel zum Zweck, es muss immer weitergeführt werden. Das heißt, wir haben jetzt ein Projekt, teilt eure besten Ideen. Aha. Also das heißt, sammelt es einmal und jetzt haben sie die Lust bekommen, weil es funktioniert. Ja? Auch da wieder natürlich mit Eitelkeit, ich habe eine gute Idee, habe ich ausprobiert. Ja? Also sie scheren ihr Know-how, was sie sonst immer nur technisch gemacht haben, scheren sie auch ihre Persönlichkeit. Ja? Und jetzt haben wir die besten Witze, die dazu passen. Also wir sammeln halt alles, was auch ein bisschen dazu, um ein bisschen animiert, was zu machen. Ja? Und entstehen auch skurrile Geschichten, die ich wieder nutzen kann für meine Vorträge, ja? Weil das wirklich aus der Realität kommt. Ja? Kriege ich eine skurrile Geschichte von dir jetzt? Was? Du wirst eine skurrile Geschichte haben? Ja, eine solche. Also wir haben das nicht vorbesprochen, also das ist alles schon. Okay, also eine erzähle ich dir sehr gerne. Weil sie mit mir zu tun hat, weil ich, also ich fliege ja, ich fliege wirklich oft, ja, und du kennst ja dann checkt man ein Hotel ein, bekommt seine Karte, da steht ja nichts drauf, meistens nur eine weiße Karte und ich bin nach Berlin geflogen, so eine ganze Tour, jeden Tag im anderen Hotel. Lande im Hotel Lindners, bekomme eine Karte, gehe aufs Zimmer, habe noch ein bisschen Hunger, gehe ums Eck. Pizza essen, gehe ins Hotel, steige in den Lift ein und denke mir, also war das die 334 oder die 200, keine Ahnung, ich bin mir bewusst, wo ich wohne. Denke mir, ist ja urpeinlich, zum Hotelportier zu gehen und sagen, wo wohne ich? Denke mir, ist egal. Sagt er, ja, ich muss den Computer nochmal hochfahren, aber warten Sie. Also er fährt den Computer hoch und sagt dann, also 337, sage ich, danke, gehe zum Lift. Kurz bevor ich einsteige, ruft mich mein Bruder an. Wir plaudern 10 Minuten, ich steige in den Lift ein, Nummer ist weg. Bitte, wie peinlich ist das? Jetzt ist Zeit für Gedächtnistraining. Wäre mal wichtig, genau. Habe ich mit den Kollegen jetzt gerade bei der Convention gesprochen. Markus Hofmann, Gregor Staub. Ja, Markus Hofmann macht das Gleiche, wie mir passiert ist. Also, ich gehe wieder hin und denke mal, ist ja wurscht, ich kenne den, ich sehe den nur einmal und gehe hin und sage, verzeihung, ich habe meine Zimmernummer wieder vergessen, weil ich meinen Bruder anrufen wollte und der schaut mich an, du kennst vielleicht so Blicke, wo du genau weißt, was der andere denkt. Also, wo wir glauben zu wissen, was der andere denkt, ja. Genau. Und ich glaube, da war ich 100% sicher, dass ich dachte, was ist das für ein Doofi? Und der schaut mich an und sagt, also, Ihre Zimmernummer ist die 337. Sie sind im dritten Stock, das erste Zimmer rechts. Das Frühstück ist um 7 Uhr genau hinter mir. Und wenn Sie wollen, hole ich Sie ab. Und das ist so eine Situation, wo du denkst, ja, das ist das Leben, das ist Humor. Ja? Also über solche Hopperlas, die dir passieren, einfach zu erzählen. Ja, ja.